herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das Rezept von Snowcap. Das sind Schokokekse, die in Staubzucker gewälzt werden. Die Zutaten habe ich mir vorbereitet. Ich habe euch wie immer alles in der Infobox verlinkt. Ich starte gleich einmal, indem ich mir Schokolade mit Butter über Dampf einfach schmelze. Zeitgleich zudem werde ich mir in der Küchenmaschine die Eier gemeinsam mit dem Zucker schaumig schlagen. Der Zucker kommt dazu und einfach bei höchster Stufe schön dick aufschlagen. Die Schokolade habe ich jetzt schön geschmolzen über dem Wasserbad. Und wenn sie dann ein bisschen ausgekühlt ist, nehmt es runter, lasst es ein paar Minuten auskühlen, rührt es dabei um. Und dann kommt das zur Eimasse in die Küchenmaschine. Wenn sich die Schoko dann und die Eimasse schön verbunden hat, dann kommen die trockenen Zutaten dazu. Die habe ich mir alle da in der Schüssel vorbereitet. Die rührt ihr euch einfach so grob ein bisschen durch. Und dann kommt das alles dazu in die Schüssel. Und das einfach nur mit so einer Teigkarte oder einem Schneebesen rührt sich die Masse dann einfach zusammen. So, und jetzt ist das so ein zähflüssiger Schokoteig und das kommt jetzt noch in den Kühlschrank. Das ist jetzt wichtig, dass es in den Kühlschrank kommt, damit sie dann ein bisschen formstabiler werden, später fürs Wälzen. So, also einfach 2 Stunden ab in die Kühlung. Nach der Rastzeit schaut der Teig jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob man das gut jetzt sieht, aber er ist jetzt richtig fest geworden. Und genau das nutzen wir jetzt und formen uns jetzt Kugeln. Und die werden wir jetzt wälzen. Ihr könnt das natürlich alles mit einem Portionierer machen oder ihr macht es einfach nach Gefühl. Eine klebige Angelegenheit, aber es geht ganz gut. So, und die werden jetzt eben im Staubzucker gewälzt und dann habt ihr so Schneebälle und die kommen dann so aufs Backblech drauf. Unsere Schneebälle sind fertig und jetzt kommen sie ab in den Backofen. Ich zeige euch dann gleich das fertige Backergebnis. Ich werde sie erstmal so, ich schätze mal 12 Minuten drin lassen, aber ich sage euch dann, wie lang es wirklich war. Bei mir waren sie jetzt 12 Minuten im Ofen und schaut euch diese geilen Dinge an. Also ich persönlich finde, das schaut jetzt aus wie so ein richtig gutes Krustenbrot, wenn das so ein richtig krosses, leckeres Brot wäre. Dabei ist es ein Schokokuchen. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen. Also wenn man das aufbricht, okay, das ist, sieht man das in der Kamera hoffentlich gut. Also es ist ein richtig, richtig flaumiger Schokokuchen. Ich koste das jetzt mal. Mhm. Also es ist ein richtig schokoladiger, weicher, geiler Schokokuchen. Nicht zu süß. Der Staubzucker obendrauf macht es aber dann süßer. Richtig gut. Und durch den Zimt, der drinnen ist, macht es halt dann wirklich auch noch ein bisschen weihnachtlicher. Also kein 0815 Schokokuchen, sondern richtig ein schöner weihnachtlicher Kuchen. Lecker. Echt gut. Leute, könnt ihr ausprobieren. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.